Willkommen zurück zu Roma Cat, Syndicate und wie sie nicht alle heißen. Kurz, aber mit solchen Gaudern wollen wir nichts zu tun haben. Wir sind ein ehrenwertes Syndikat. Keine Bettler am Straßenrand. So, Yukon, würde ich sagen, kommt als nächstes, oder? Oder fangen wir erstmal. Ne, wir machen erstmal den Süden, den Südwesten klar. Den müssen wir bereinigen, denn da treibt sich allerhand Gesindel rum in Form von Syndikatsagenten. Colorado, das klingt doch ja, nach einem Bärenspaß. Den wählen wir heute mal einfach so an. Konvoi. Gezielte Ausschaltung. Ja, was denn nun? Ach, müssen wir jetzt vielleicht mal einen fahrenden Konvoi gezielt ausschalten? Fragezeichen. Alle Welt sieht in Prof. Axel L. Das ist ein Rapper, oder was? Nur den Nobelpreisträger und Volkshelden, der heute zu einer wichtigen Konferenz abfliegt. Wir aber wissen, dass er ein feindlicher Cyborg-Kurier ist, der in seinen Datenspeichern Informationen von unschätzbarem Wert außer Landes schaffen will. Informationen über uns, das kann natürlich so nicht geduldet werden, das ist klar. Ein bewaffneter Polizeikonvoi, den seine sauberen Auftraggeber organisiert haben, geleitet ihn zum Heliport. Stoppen Sie den Konvoi und vernichten Sie den Kurier, bevor er den Hubschrauber erreicht. Oh, das ist natürlich spannend. Wir hatten schon mal eine Konvoi-Mission, aber das war eher schieß auf die zwei geparkten Fahrzeuge. Aha. Oder eins zumindest. Und jetzt mit Bewegung. Das ist nicht schlecht. Das habe ich aber schon befürchtet. Na gut, dann muss man sich einfach mit dem Fahrzeug da vorstellen und mit Mendle und dann der Rest schießt er dann mit dem Gausswerfer drauf. So in etwa stelle ich mir das vor. Sicherheitsinfo. Die gesamte Route des Konvois wird von Polizisten und Zivilisten gesäumt. Alle sind bewaffnet, auch die Zivilisten. Und reagieren recht unfroh, wenn man ihren Volkshelden angreift. Der Konvoi selbst besteht aus zwei, dachte ich mir schon, gepanzerten Transportfahrzeugen und dem Polizeiwagen, in dem sich das Zielobjekt befindet. Ja, wahrscheinlich leicht zu erkennen. Ich würde sagen, wir begeben uns postwendend zu diesem Heliport, wenn wir den irgendwie finden, stellen davor das Fahrzeug hin. Weil da müsste er ja dann quasi auf der letzten. Ich stelle mir das halt so vor, irgendwie ein verzweigtes Städtegedöns. Können wir gleich noch sehen. Aber zum Heliport, da wird es ja einen Zugang geben. Das heißt, den stellen wir zu und dann warten wir freundlich mit den Raketenwerfern im Anschlag und dann lassen wir so ein paar nette Grüße regnen. Taktik. Ein Einzelgänger hat bei diesem Auftrag ebenso viele Chancen wie eine ganze Gruppe. Der Weg zur Konvoiroute dürfte auf jeden Fall ein Spießrutenlauf werden. Und dann müssen sie den Wagen selbst mit schweren Waffen zerstören. Ein subtileres, aber auch riskanteres Manöver wäre es, dem Konvoi in einem gestohlenen Auto zu folgen. Und in dem Moment, in dem das Zielobjekt aussteigt und auf den Heliport zugeht, das Feuer aus automatischen Waffen zu eröffnen. Ein präzises Timing ist das A und O bei diesem Einsatz. Ja, wollen wir das mal eintüten? Ja. Hier sind wir. Was? Das ist der Heli. Das ist bestimmt der, die das Helipad. Und sie starten. Wahrscheinlich von hier irgendwie, ne? Ob man da leichter spielt, wenn man hier irgendwie. Ist das so eine Art Brücke? Man kommt auf die Seite rüber? Man weiß es nicht. Hier kommen wir garantiert nur mit dem Moped durch. Oder wir warten hier einfach hinter der Ecke und wenn er kommt. Eins von beidem. Ich würde sagen. Ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt. Ja, Flammenwerfer können wir auch machen, ne? Einer stellt sie davor. Fahrzeug fährt nicht weiter und dann eröffnen wir das Feuer mit dem Flammenwerfer. Wäre auch eine Idee. Könnten wir mal machen. Das wäre total crazy, oder? Crazy for you. Na. So. Okay. Fernkampf. Hä? Ah, stimmt. Wir haben einen Laser aufgenommen. Einen extra Laser. Zack. Verkaufen. Fernkampf. Fernwaffe. Wie sage ich da mal Fernkampf? Was weiß ich. Wahrscheinlich, weil das Wort eher im Gedächtnis ist. Auf Munitionieren. Wenn dann schon. Wenn schon, denn schon. So, aufgefüllt wird's. Fleißig. So, viermal. Also wir haben auf jeden Fall reichlich Munition. Wir können uns auch mit Minikanone hinstellen, einfach nur
Rattern, das funktioniert ja auch. Beziehungsweise die müssen ja aussteigen, wenn sie beschossen werden, ne? So oder so ähnlich stelle ich mir das Ganze vor. So, heißt Fernkampf. Alle Ausgewählt. voller Drogenpumpen. Ausgewählt. Obwohl, vielleicht erstmal noch nicht. So, jetzt mal schauen. Da kommen wir nicht raus. Okay, da ist der, damit ist der ja schon mal gestorben, der Plan. Ach du liebes Lieschen, was ist denn hier los? Okay. Ach so, deswegen. Oh je, das ist der ganze. Tatsache, der ganze Weg ist gesäumt mit. Okay, ich stelle mich einfach mal davor. Wir müssen ja hier entlang kommen. Oh Gott, shit. Okay, jetzt müssen sie gleich abbiegen. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Das sind echt einige. Gehen die wieder nach Hause? Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Ausgewählt. Ich glaube, sobald ich die Waffe jetzt zücke, werde ich zerschossen. Würde ja gerne. Oder ihn vielleicht ein bisschen abseits hinstellen. Und ihn dann mit dem Raketenwerfer jetzt da drauf feuern lassen. Schießen die dann auf alle meine Leute? Oder auf alle meine Entchen? Ich hätte mal ein so Ablenkungsmanöver. Ausgewählt. Polizei, bitte legen Ihre Waffen nieder. Nein. Ausgewählt. So, ich mach das. Reicht nicht, ne? Schießen wir auf die Leute hier. Der Winkel ist schlecht. Ausgewählt. Ausgewählt. Ah, die laufen weg. Es tut mir leid. Ich wollte. Oh, jetzt schießen die Leute weg. Was für Idioten. Ausgewählt. Okay. Jetzt muss es schnell gehen. Schieß. Sauber. So, der Rest wird jetzt auch erledigt. Ich hoffe mal, er war nicht in einem Polizeiauto hin. Aus. Auftrag gescheitert. Das ist ein schlechter Witz. Der einzige, auf den ich nicht gefeuert habe, war der Hund. Die Eskorte ist das natürlich. Oh, ich bin so ein Idiot. Oh, Mann. Ich dachte, ich bin super, super Klau. Ich dachte, er sitzt im gepanzerten Wagen. Warum denke ich denn? Ich habe es auch gelesen, dass es das nicht so ist. Oh, Mann, was eine Scheiße. Ah, ja, okay. Ich hab's begriffen. Ja, für mich war das nämlich klar, dass er als so wichtige Person im gepanzerten Wagen sitzt und nicht in so einem verdammten, so ein Playmobil. Mein Gott, so eine gute Idee gehabt, aber gut. Tja, Uno. Die standen ja nur rum, oder? Die standen nur rum. Das heißt, ich kann tatsächlich einfach Ausgewählt. hingehen. Ausgewählt. Können uns kein Fahrzeug schnappen, ne? Hinten kommen sie schon. Und hier ist halt alles voll mit Leuten. Wir wechseln mal kurz zur Waffe. Ausgewählt. Ja, war ein Witz. Jetzt haben wir nämlich schön Platz. Ausgewählt. Ausgewählt. Tja, da guckst du doof. So, Auftrag fertig, oder wie? So, was nun? Was ist nur los?
Evakuieren. Wohin? Ach, da oben. Okay, das ist so natürlich nicht gedacht. Egal. Wir laufen mal davon. Und was explodiert hier? Eine Menge. Wir werden zwar gesucht, aber das stört uns nicht weiter. Wir verziehen uns einfach mal. Wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gemacht. Alles supi. Alles ist total toll. So, wie kommen wir hier raus? Achso, mit dem Zug müssen wir davon fahren. Und das wäre das Fahrzeug, mit dem wir hätten hinterher fahren können. Ich verstehe. So, wir sind unbescholtene Bürger. Wir haben nichts getan. Wir haben nichts zu fürchten. Alles super. Halt mal gerade auch unten lang, oder? Ja, das wäre Quatsch. Wie gesagt, wir haben nichts zu tun. Quatsch. Wir haben nichts zu befürchten. Wir sind einfach nur bei der Demonstration dabei gewesen des Politikers oder was auch immer der nochmal gerade war. Ansonsten alles super. Auftrag erledigt. Und wir warten auf den Zug. So kann's laufen. Ja, wenn man weiß, was alle zu machen ist, ist das natürlich ein bisschen leichter. Aber es war halt viel ziviler Schutzwall um ihn rum. So ein Schild aus Zivilisten, deswegen war es ganz gut, dass wir die vorhin mit Flammenwerfer davon gejagt haben. Leider wurde ja dann eine Zivilistin erschossen. Aber nicht von mir, sondern von der Polizei. Also was stört es mich? Gut, wir speichern und machen direkt die nächste Mission, würde ich sagen. Und zwar Mexiko. Ja, das klingt auf jeden Fall verlockend. Südstaaten nennt man noch. Wir machen mal Mexiko. Da haben wir zumindest mal die Verbindung geklärt. Mal gespannt. Kampf um gute Karten. Bergung von Ausrüstung. Einer unserer Scout-Droiden ist hinter den feindlichen Linien abgefangen worden, während er gerade mögliche Territorium für uns erkundete. Zumindest die Informationen müssten noch zu retten sein, denn seine Automatikkarte sollte alle Daten aufgezeichnet haben. Ihre Einheit wird an seiner letzten bekannten Position abgesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Automatikkarte zu bergen und zur Landezone zurückzubringen. Aha, seine Automatikkarte? Zielobjektinfo. Die Automatikkarte sendet ein Pfeilsignal aus, das Sie mit Ihrem Standard-Abtaster empfangen können. Nachrichtendienstliche Erkenntnisse deuten auf den Südwesten der Stadt hin. Aha. Syndikat-Info. Die Karte und die darin gespeicherten Daten haben das Interesse verschiedener anderer Syndikate geweckt, wie immer. Mehrere Einsatzteams sind bereits jetzt unterwegs, um unser Eigentum zu stehlen. Und wie wir unsere Gegner einschätzen, dürften diese Kampf-Cyborgs ausgezeichnet bewaffnet sein. Wir doch auch. Taktik? Boah. Marschieren Sie so schnell wie möglich zum Ziel. Schnappen Sie sich die Automatikkarte und dann nichts wie raus. Wenn irgend möglich, lassen Sie sich auf keine Feuergefechte ein und konzentrieren Sie sich auf die Bergung. Wenn Sie doch in Kampfhandlungen verwickelt werden, weichen Sie zurück bis in eine Position, die für einen Hinterhalt günstig ist, und nehmen Sie den Gegner von mehreren Seiten unter Beschuss oder aus einer. Teilen Sie eventuell Ihre Einheit, damit auch der Feind gezwungen ist, seine Feuerkraft aufzuessen. So, hier sind wir. Südwesten hieß es. Das ist eine Art Hafen, ne? Ja, und hier unten müssen wir hin. Und lass mich raten, jetzt wird hier gleich ganz viel rot blinken. Nee. Nee. Aber wahrscheinlich werden die hier starten. Ja, das wird wahrscheinlich ein riesiger Hafen sein, ein Hafengebiet hier in Mexiko. Interessant. Südwesten hieß es. Also schnell die Beine in die Hand nehmen und in den Südwesten rennen. Das kriegen wir hin. So. Ja, wobei ich jetzt auch wieder versucht wäre. Ach komm, wir machen wieder Trick 17. Heute mal gehen wir mal laserlos los. Und alle bekommen Fernwaffen. Genau. Denn ich mag die. Wenn der Feind aus viel Entfernung schon ausgeschaltet wird, ist das natürlich immer. Ist das immer hervorragend? Ausgewählt.
Ah, geht schon los. Ja, ja. Wir beeilen uns. Ah, mit Muppet. Ja, wir beeilen uns, so viel zum Thema. Erstmal wieder... Fahren sie kreuz und quer... Ne, laufen. Kreuz und quer durch die Gegend. Ja, das langsamste Fahrzeug der Welt. Na gut, ist gar nicht so langsam. Dann geht das ja noch. Okay, wo müssen wir links? Ich würde sagen, hier lang. Fahren sie wieder rechts lang. Oh, jetzt geht's schon los. Shit. Ausgewählt. Oh je. Sie kommen. Schießen wir gerade zurück. Oh je. Wir weichen aus. Rennen und schießen. So ist toll. So, hier alle mal weg. Alle mal weg, die Nerven. Das war... Oh, oh, da schießen sie mit Gausswerfern. Okay. Ja, die ersten werden die letzten sein, oder wie war das? Ich schaue einfach mal auf die Karte, um zu sehen, was hier eigentlich passiert. Okay, alle naselang krepieren hier die Leute. Schießen die alle mit Gausswerfern, oder was machen die hier gerade? Ich glaube, die sind selbst ihr größter Feind. Alle ausgerottet. Okay. Ja, ich schieße mit einzelnen Schüsschen, aber ständig gehen irgendwelche Minen hoch, während ich da auf die neuen schieße. Jeder Schuss ein Minentreffer. Was ist denn heute los? So, einer lebt noch. Schätze mal, der macht es nicht mehr ganz so lang. Peng, peng, peng. Ja, leider haben wir ihn aus dem Dunstkreis der Minen geschossen. Das ist natürlich schlecht. Und wir laufen mal mit dann gegen. Ja. Das ist schon ein krasser Typ. Über den ganzen Bildschirm kann der uns beschießen mit seinem Minikanönchen. Das ist schwierig. Ausgewählt. Warte mal ganz kurz, bis das hochgeht, aber ich glaube, das ist das Letzte, was hier noch hochgehen kann. Mein Gott, Walter. Oh, da geht's gerade weiter. Oh. Okay, das war natürlich ein glücklicher Zufall, sag ich mal. Ausgewählt. Boah, ich glaube an hier Zufälle. Ausgewählt. Einer muss mal die Waffe ablegen, wenn es recht ist. Ausgewählt. Ja, hier, der ist so gut wie leer geschossen. Ausgewählt. Ausgewählt, ausgewählt. Polizei, bitte legen Sie Ihre Waffen wieder. Nein. Ausgewählt. So, Wachleute müssen auch weg. Ja, es steht hier noch einer ums Eck rum, aber das soll uns nicht weiter stören. Halt, da kommen wir wahrscheinlich so nicht lang, oder? Miniaturgewehre, Schrotgewehre. Die sind auch wilde Kerle. Wilde Hunde, die es hier versuchen mit irgendwelchen Kinderwaffen, na von mir aus. So, Stürme natürlich mit dem Sturmgewehrchen. Miniaturgewehre, Sturmgewehr, wie auch immer. Leicht angeschossen, aber das regeneriert sich, ja. Aha. Ausgewählt. Ist einer besonders cool auf dem Dach. Gleich besonders tot auf dem Dach. Na, was ist los? Und welche Waffe muss ich aufnehmen? Ah, Abtaster. So, ja, hat keinen guten Winkel. Stellt sich anders hin. Ja. Macht es wieder jemand spannend. Ist gerade. Moment, war das gerade im grünen Bereich? Ach, stell mir einfach die Waffen, bin hier weg. Ausgewählt. Kann auf dem Dach rumgammeln, wie er möchte. Wie er lustig ist. Aber die haben so schön zusammengeschossen. Ah, sehr schön. Die hinten warten. Wir haben den Abtaster. Komm, zeig dir nochmal. Einmal schaffst du noch, komm. Ausgewählt. Dann locken wir ihn einfach ein bisschen an. Genau, jetzt denkt er, oh, den kriege ich. Da muss ich mich noch richtig hinstellen. Oh, ausgewählt. Richtiger Winkel. Halt. Ausgewählt. Richtiger Winkel ist wichtig und dann wird er von hinten erschossen. Gleich habe ich dich. Gleich, ja, er wagt sich mal weiter vor und er wagt sich noch ein Stück vor. Wir hinten warten schon.
Ne? Ausgewählt. Nämlich. So. Komm uns nicht hinterher, sonst weißt du, was passiert, ne? Peng, peng. Wieder zum Anfang zurück wahrscheinlich, ne? Vermutlich. Oder ich muss mich in andere Bereiche vorwagen. Ach Gott, jetzt raffen sie wieder nicht, wie sie aus dem Haus rauskommen. Das Loch in der Wand. Meistens mit dem Rahmen. Das ist eine Tür. Manchmal mit Klinke, manchmal verschlossen, kann man öffnen. Und es gibt da noch nicht einmal sowas. Was ist das denn? Da blinkt doch was. Ist einer unter der Brücke? Achso, nee, Schrotgewehr, okay. Da ist ein Polizist. So, Waffe können wir ablegen. So, jetzt ist die Frage, wo genau... Sieht aus wie der Anfang, ne? Da müssen wir wieder zurück. Was gäbe es denn noch hier hinten? Ja, da sind sie alle hergekommen hier. Alles so... Ja, so diese... Das soll wohl ein Hafen darstellen. Ja, das ist alles Wasser, stimmt, deswegen... Sieht man doch... Oh, noch mehr? Oder wäre das nur ein... Das frage ich mich halt bei den Leuten immer, ne? Ist das jetzt hier ein richtiger... Agent oder einer, der nur so aussieht und wenn man ihn übernimmt, kann man ihn gleich benutzen. So wie beim Intro, ne? In Stadt Neuhessen, wo man die Leute anwirbt, Zielobjekt anwerben. Erledigt. Dann überfahren sie eben mit. Ja. Wäre schön, wenn es dann ein zweites Video gäbe irgendwie, oder lass mal es ein drittes sein. Das wäre irgendwie angenehm gewesen. Aber immer das gleiche mit dem komischen Zeppelin. Naja. Trefferquote 75%. Ja. Warum so schlecht? Man weiß es nicht. Vielleicht waren das aber auch diese Querschläger, die dann auf die am Boden liegenden Zeitbomben los sind. Aber gut, dass wir die rechtzeitig auf Distanz gehalten haben. Und die haben uns ja aus dem Auto geschossen und alle haben Schaden genommen, aber mehr war da nicht. Und sie haben mit dem Gausswerfer auf uns geschossen, diese Verrückten. Ich glaube, es geht los. So, wollen wir die Verbindung herstellen? Wir machen den Yukon. Aber nicht ohne ausreichende Speicherung vorab. 3 Missionen heute, das ist ja ein Luxus. Wenn wir mit dem Tempo weitermachen, sind wir bald fertig. So, Auftrag. Was ist, wird uns aufgetragen? Nicht sehr damenhaft. Aha, Personalbeschaffung. Oh je, K.O.-Tropfen. Eine gewisse Miss Westwood. Ah, Presseinführungsmitglied unserer Firma. Ist das irgendwie so ein interner Witz? Wollte Westwood irgendwie Bullfrog aufkaufen oder was ist da los? Oder gab es da Schwierigkeiten untereinander? Man weiß es nicht. Erpresst mit delikaten Details ihrer gemeinsamen Affäre. Oh, oder auch egal. Man hat uns gebeten, und damit ist es ihr Auftrag, die Dame zu finden, sie von der Sinnlosigkeit ihres Tuns zu überzeugen und zu einer besseren Zusammenarbeit zu überreden. Bringen Sie sie anschließend mit zurück zur Landezone. Ja, was auch sonst. Dumm rumstehen lassen nach Überzeugen ist ja auch hirnverbrannt. Syndikat-Info. Mindestens 2 Konkurrenzsyndikate haben ein starkes Interesse an Miss Westwoods Wohlergehen bekundet und entsprechend Cyborg-Einheiten zu ihrem Schutz eingesetzt. Diese könnten für ihre Männer, wir haben keine Männer, wir haben Frauen, ein Problem darstellen, dessen Lösung wir aber ihnen überlassen. Aha. Ich habe schon eine Idee. Zielobjekt, Info, wir gehen davon aus, dass die Zielperson in einem kleinen Häuschen im Südosten der Stadt wohnt. Berichte, denen zufolge sie sich einen Leibwächter zugelegt hat, konnten noch nicht bestätigt werden. Ja gut, was ist ein Leibwächter gegen eine Fernwaffe? Taktik. Das größte Problem bei diesem Einsatz dürften die gegnerischen Syndikat-Cyborgs sein. Setzen Sie daher Ihre gesamte Einheit mit der bestmöglichen Bewaffnung ein. Die Agenten sollten einige Medipacks mit sich führen und mindestens einer muss einen Überzeugungsstrahler tragen. Während dieser Agent sich der Zielperson nähert, können die anderen ihm die feindlichen Einheiten vom Hals halten. Na gut, die Information, was für eine Ausrüstung ich tragen muss, ist irgendwie langsam ein bisschen lächerlich. Ach Gottchen, das ist aber Südwesten, das ist die Hütte im Südosten. Ist das der Leibwächter? Man weiß es nicht. Okay, also wir sind mittendrin, statt nur dabei, wieder mal, ja, allein der Anfang hier bietet sich ja schon an für
allerhand Schabernack in Form von Fernwaffen. Feind aus Rottung. Oder muss ich schnell vorrücken? Jetzt ist ja erst alle Feinde platt machen. Verstehe ich nicht ganz. Die wollen doch zu ihr, aber mich greifen sie dann an. Weil ich der Feind bin. Ich darf sie nicht überzeugen, also müssen sie mich ausschalten. Ja gut, ist auch eine Idee. Ist auch eine Maßnahme, stimmt. Wie soll ich jetzt... Achso, ich habe einen zweiten Abtaster bekommen in der letzten Mission. Den verkaufen wir mal, weil der ist super wichtig. Oder so. So, dreimal Fernkampf. Jetzt sage ich schon wieder Fernkampf. Fernwaffen. Fernwaffe, so, zack. Und einmal Gausswerfer, falls sie frech werden. Und Nummer 1 hat noch einen Flammenwerfer am Start. Start läuft. Genau, Schild an, vollmarschieren, Flammenwerfer. Ja, ich schätze mal, so war der Standard. Also man darf jetzt nicht irgendwie was besonders Krasses erwarten. Ausgewählt. Davon gehe ich jedenfalls mal ausgewählt. Aus. Und da lungert schon einer im Gebäude rum. Aha. Vielleicht ändert sich die Melodie. Ausgewählt. Poli, was? So, jetzt haben wir einen schönen Winkel von dem, was wir alles hier überwachen können. Oh, den können wir sogar noch besser machen. So, gehen sie weg. Shit! Oh, ja, ich muss natürlich wieder mit... Was ist mit dem los? Der ist vorher schon explodiert. Ich verrückte. Nein, nicht in der Explosion stehen bleiben, die Idioten. Schnell weg mit uns. Aus. So. Hier haben wir doch den perfekten Winkel. Oh je. Läuft. So, jetzt hat alles abgeknallt, was hier auf uns zukommen möchte. Hier unten fangen wir am besten an. Okay. Oh, schon wieder einen Gausswerfer. Aber die schießen sich irgendwie mal selber damit ab. Kann das sein? Oder wenn sie angeschossen werden, dann schießen wollen? Schießen sie auf den Boden? Irgendwie sowas. Oh je. Viele Explosionen um nichts. Da wartet noch ein Riesentrupp auf dem Dach, okay. Wahrscheinlich hier unten, was gerade explodiert ist, oder? Irgendwo. Haben wir es auf jeden Fall gut verschanzt. Ja, leider. Rest wartet wieder, lässt auf sich warten. Oh, das ist natürlich ein schlechtes Timing gewesen. Da oben auf dem Dach, die Leute, die wollen nicht runterkommen. Aber es ist noch mehr. Bömmchen hätten wir noch da hinten. Wenn das mal jemand treffen könnte. Kann ich darauf schießen? Ja, kann ich. Ja, hätte ich mal vorher machen sollen. In früheren Missionen auch schon. Was ist das? Krasser Supersoldat. Ach Gottchen, was ist denn hier los? Auch die haben sich wieder selbst gerichtet. Was ist denn hier los? Ist das eine eine Agentin? So, das Dach wäre dann weg. Müssen wir die Handwerker ran? Na, von mir aus. Also alle drei leer geschossen. Okay. Ja, Munition brauche ich nicht, deswegen lasse ich es mal bei den Fernwaffen. Das kriege ich nicht aus dem Kopf. Fern ist immer mit Kampf verbunden. In meinem Hirn. Aha. Irgendwie der Supersoldat hier im Eck gefangen, oder wie? Sollen wir den befreien? Ich würde schon sagen, ne? Wir stellen uns mal hier in die Gasse. Ja.
Läuft. Zeitbombe und überreden? Nee, nee. Nee, nee. Wir haben mal voll aufgedreht, die Hormondosis. Und dann... Wollen wir mal. Okay. Gut, die Waffen können wir nicht weglegen. Gut. Schon wieder mal Spummen. Ja, die nehmen wir auch noch mit. Drei. Und wir nehmen auch nur sie mit. Irgendwelche anderen brauche ich nicht. Ausgewählt. So, bitte, bitte folgen Sie unauffällig. Es geht nun zu uns. Aber verrückt, dass auch diesmal so komische andere Agenten mit Waffen auf uns los sind. Und Gausswerfer wieder komische und irgendwelche blonden Agentinnen, die aussehen wie Zivilisten. Was ist hier nur los? Vielleicht kostengünstig, ne? Haben die noch nicht wirklich umgemodelt. Und wir sind auch auf Standard eingestellt. Aber merkwürdig. Und wieder, ja, jetzt sind wir schon wirklich bei den Missionen. Gerade hier am Schluss habe ich so das Gefühl, Nordamerika, man kämpft eigentlich nur noch gegen diese riesen Horden, die auf einmal auf einen zustürmen. Man muss halt genug Munition dabei haben. Gut, dass die Fernkampf haben, weil sie halt nicht viel Schaden machen. Halt mal, die sind ja noch... Die hat nur eins leer geschossen? Ausgewählt. Komplett leer, eins leer geschossen. Eins leer geschossen. Ach, jetzt raff ich's. Der stand unten an der Ecke. Der hat die alle übernommen und der Rest, die standen zu weit hinten und konnten nicht schießen. Und er hat dann irgendwann nur noch die, oder sie viel eher, die Molyneux, hat ausgewählt. Dann am Schluss den, die letzten Meter... Nee, der hat alles weggeschossen. Auftrag erledigt. Genau. Und der Rest hatte kein Schussfeld sozusagen, deswegen ist einer komplett leer geschossen und der Rest hat noch zwei komplette Fernwaffen voll. Juhu, das ist doch schön. Ja, 21 gegnerische Agenten. Also das hätte auch wirklich nach hinten losgehen können. Ich meine, ich habe ja schon das Ganze so ein bisschen forciert, indem ich da unten hingerannt bin, auf diese kleine Insel, weil ich sie auf Entfernung wegballern wollte. Und ich wollte meine Reichweite ausnutzen, ja, und ihnen so einen schönen langen Weg geben, dass sie, der Plan war, dass sie erst, wenn sie oben auf meinem kleinen, ich sag mal, Inselchen angekommen sind, ja, über diesen Steg, dass sie erst dann mit ihren Minikanonen was machen können, aber war ja leider vorher schon teilweise der Fall. Aber die Idee war ja nicht schlecht. Ja, da kann ich die so ein bisschen aus dem Weg schaffen, bevor das passiert. Und natürlich, wenn die, wenn sie im Trupp angreifen und die Bombe am Boden, die Zeitbombe wird getroffen, dann, ne, ist der ganze Trupp eben weg vom Fenster. Also ist das gar nicht so clever, was du da machst mit dieser Riesentruppe. Aber wenn wir irgendwann mal die Gausswerfer treffen, naja, dann kann es sein, dass meine pro Schuss dann irgendwie so ein Drittel oder die Hälfte mal verlieren. Weil haben wir einen Brustkorb Stufe 3, hätten wir den nicht, wenn wir sofort tot. Und man hat es auch gesehen, wir wurden schon so oft beschossen, als ich da, ja, das Ganze mit Gewalt versucht habe, mich mit der Minikanone da durchzukämpfen. Bin da teilweise auch in einer Explosion gestanden. Ja, da ging es schon ganz gut ab, muss man sagen. Nicht schlecht. Aber richtig actiongeladen mal wieder. Naja. Das war, glaube ich, der Yukon, ne? Sind alle gut gelaunt. Steuersatz ist niedrig. Alle, ja, 30%, was ist das schon? Sonst ist ja eher umgekehrt. Es bleiben noch 30, wenn man Glück hat. Naja, aber gut. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es weiter mit Syndicate. Das waren drei erfolgreiche Missionen, wie sie im Buche stehen. Hervorragend. Und ja, sehr actiongeladen. Ich glaube, das wird auch noch immer krasser jetzt. Das heißt, immer gegen irgendwelche riesigen Horden ankämpfen. Auch wenn es heißt, beschaffene Person. Vorher war das ja noch, schleich die irgendwie rein. Ja, schieß mal die 1, 2, 3 Agenten ab, die da im Weg sind. Mittlerweile ist es ja, oh, da ist eine, die musst du holen. Aber vorher bitte 21 voll bewaffnete, hoch ausgerüstete Agenten eliminieren. Und dann darfst du mal kurz jemanden mitnehmen und zurücktragen. Naja, komisch, aber gut. Es ist ja nicht mehr viel. Bald haben wir es geschafft. Aber macht ja auch Spaß. Von daher, alles gut. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei Syndicate. Ciao, ciao.